Ich begrüße euch zurück hier bei Fallout 4 Fahrhaber hier in Fahrhaber mit unserem guten alten Longfellow und unseren guten Bewohnern, die hier Zuflucht vor dem Nebel suchen. Okay, es warten noch eine Menge Orte auf uns, die entdeckt werden wollen, vor allen Dingen erstmal hier in der nördlichen Region, zum Beispiel das Eden Meadows Filmtheater. Die große Frage ist natürlich, sollten wir dann wirklich von da aus hier diesen Weg gehen oder sollen wir dann erstmal nach Arcadia gehen? Ich weiß es nicht. Wir reisen auf jeden Fall erstmal hier zur Gerberei zurück, die wir bereits erkundet haben, und werden dann von hier aus Richtung Filmtheater aufbrechen. Und ich freue mich riesig. Das Erkunden hier bei Fallout 4 ist mit das, was am meisten Spaß macht. Tesla-Gewehr. Ja, das Gauss-Gewehr ist momentan wirklich meine Lieblingswaffe. Sehr effektiv, sehr stark und vor allen Dingen auch sehr konzentriert. So, die Gerberei. Sieht schon sehr beeindruckend aus, oder? Schade, dass es jetzt... Uah, direkt am LKW. Schade, dass es recht düster ist, aber... Boah, atmosphärisch bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, dass auf YouTube der Nebel nicht allzu stark verpixelt wirkt. Es ist auf jeden Fall vom Spielgefühl her sehr beängstigend beinahe. Man fühlt sich ein wenig verloren hier im Nebel. Eden Meadows Filmtheater-Signal. Okay. Na, dann wartet mal auf das neue Programm des Eden Meadows Filmtheaters. Neptun wird vom Zibulonischen Reich angegriffen. Und nur der schneidige Blast Hennigan kann den Planeten retten in Angreifer aus einer fremden Galaxie. Wow, da bin ich ja schon gespannt wie ein Flitzebogen. Aber das ist alles nichts gegen unser Programm im Theater B. Keith McKinney und Stanley von Robb. Ja, sind die kämpfenden Kerle in Das letzte Gefecht von Fort McGee, einem Western von den Machern von Asse und Achten. Okay, das Ganze ist auf jeden Fall noch eine Vorkriegsübertragung, denn die ganze Kinofläche, die Autofläche ist von Ghoulen übersät. Irgendetwas trifft man, glaube ich, hier auf jeden Fall. Aber schön gemacht, dass das da immer noch gestrahlt wird, gesendet wird. Was wir jetzt bräuchten, wäre etwas in Richtung Splittermine oder Splittergranate. Oh Gott, die Strahlung. Okay, wir brauchen Red X und Red Away. Und, oh, Gegengift wäre auch nicht verkehrt. Also, Red X. Red X hier oben, hoppla. Red X, Red Away. Ich habe so das gute Gefühl, als wäre... Oh, das ist ja eine gute Wahl.
um erstmal die allgemeine Ghoul-Dichte etwas zu reduzieren. Longfellow, du bist keine gute Hilfe, wo auch immer du bist. The Fighter Furies, okay. Alles cool verseucht hier. Da war so ein Äffchen drin, ein Explosionsäffchen. Boah, das ist viele. 18 Erfahrungspunkte, dankeschön. Boah, 45 Erfahrungspunkte. Stufenaufstieg nehme ich gerne mit. Okay, ich habe eine gute Idee. Hat ganz gut funktioniert. Und einmal durch da. Okay. Fängt wieder super an hier. Für den Verbrannten gehen wir wieder in den Nahkampf. Dein Arm gefällt mir gar nicht, Freundchen. So ist schon viel besser. Und auf Wiedersehen. Okay, sehr schön. Erledigt. Baseball, Blechdose. Ja. Damit haben wir das Filmtheater so gut wie bereinigt. Hier liegt doch irgendwo einer rum, glaube ich. Ja, tatsächlich. Jetzt nicht mehr. Okay, ein Teddybär. Ein explodierter Ghoul. Tja, so macht man das, oder? Damit haben wir das Filmtheater erobert. Sehr schön. Kronkorken. Kronkorken. Einsteigerschloss. Das sollte kein Problem sein. So. Geschafft. Das hast du mit einer A-Klammer hinbekommen? Wow. Ja, schon recht beeindruckend, ich weiß. Der hat hier wohl sein letztes Mal gegessen. Night of the Fishman's Revenge. See it stunning Tower Vision. Ne, Tower Vision. Nacht der Revanche des Fischmannes, oder? Müsste es übersetzt heißen. Kronkörkchen. Ach, schön gemacht, oder? Und hier natürlich auch die Kassen. Okay, und hier würde ein Film laufen, wenn es klappen würde. Schlüssel des Managers. Okay, wofür ist der genau? Ich weiß es nicht. Lass mich raten, es funktioniert nicht. Es gibt bestimmt nur einen perfekten Kuchen, den man mitnehmen kann. Ein Staubwedel, Gummibonbons. Dandyboy-Äpfel. Muss alles nicht sein. Kronkorken. Okay, gehen wir hier nochmal die Treppe hoch. Hier läuft die ein Film sogar. Oh. Mantets. Aus. Ne, ich lasse es aber laufen. Ich finde das ein bisschen ulkig, wenn das läuft. Kann ich mal bitte? Ah,
Aber konnten wir hier auch was anschmeißen? Out of the mist and was auch immer. Ach, ist das schön. Of a time before the history of man. Burst from the deep of earth's irgendwas. Ach, ist das der Fishman? Comes an abomination science cannot compare. Das ist bestimmt der Fishman, oder? Hundertprozentig. Oh. And attack. Out of the mist and slime. Das ist ja genial gemacht. Das ist ja genial gemacht. Ein Ort, der verzaubert. Abgeschlossen. Schade. Das ist ja zauberhaft hier. Das ist ja zauberhaft. Okay. Aber das war's doch schon mit dem Filmtheater. Schade. Was für ein genialer Ort. Oh Mann. Schade, schade, schade. Kronkorken, Kronkorken. Ah. Night of the Fishman's Revenge und Last Stand at Fort McGee. Eden McDowell's Drive-In Cinema. Zweiseitig sogar. Verrückt. Genial, aber verrückt. Und scheinbar kann immer nur eine Leinwand bestrahlt werden. Das ist ja genial gemacht, oder? Sowas liebe ich ja. So Kleinigkeiten, die einfach mit ganz viel Liebe zum Detail ganz, ganz fein herausgearbeitet wurden. So, wir gehen aber jetzt hier mal ganz querfeldein und ganz unverschämt in Richtung... Ja, wobei, wir könnten auch dem Weg folgen. Dann übersehen wir aber bestimmt etwas hier in der zerkrufteten Umgebung. Ein Gewässerchen, ein versenktes Auto und ein Gartenzwerg, der angelt. Und ein Gartenzwerg, der spannt. Eine fliegende Sonnenbrille. Nehmen wir die auch mal mit. Kronkorken-Redex. Ein angelnder Gartenzwerg. Und allein das sieht schon super idyllisch aus, oder? Mit dem Nebel vor allen Dingen. Also ich finde den Nebel echt super. Der ist total gut gemacht. Ein Gebiet, das wirklich eine Menge bietet. Zum Staunen vor allen Dingen. Zum Erkunden, zum Staunen und zum Entdecken. Was haben wir denn hier? Eine kleine verlassene Hütte. Nicht ganz so verlassen, wie ich dachte. Ja, ich bin echt. Okay. Ja, so viel zu verlassene Hütte. Aber ich sagte ja bereits, es gibt echt wenig Wegpunkte, oder? Dass hier zum Beispiel kein Wegpunkt ist. Verlassene Hütte. Oder sowas in der Art. Die Bäume sehen auch schick aus. Und überall dieses Angelzubehör. Es sieht schon verdammt gut aus. Wir haben hier irgendwo noch einen Gegner. Red Huhn? Ein Red Huhn? Es wurde uns feindlich markiert. Ich bin unschuldig.
Ein Raccoon. Da vorne ist schon wieder etwas. Also alleine hier in dieser zerklüfteten Gegend gibt es so viel zu entdecken. Vor allen Dingen hören wir auch wieder Schüsse. Fallensteller gegen Nebelkriecher. Na, dann macht mal schön. Splittergranaten. Kronkorkmunition, Superkleber. Nicht mich angreifen. Harpunenkanone. Boah, diese Nebelkriecher sehen verdammt gruselig aus. Wir greifen mal zu Splittergranaten. Ne, Splittergranaten habe ich gesagt. Fangt. Hör mal, Freundchen. Ich wollte mich heraushalten, aber es lässt mir keine Wahl. Die sehen ja mal sowas von gruselig aus. Die sind gar nicht so stark, aber sehen einfach nur verdammt gruselig aus. Schön, dass sie sich jetzt gegen mich verbündet haben. Erstmal muss hier der Fallensteller weg. Und jetzt hier der gute Nebelkriecher. Boah, das sind aber echt eklige Viecher. Meine Güte. Boah, wie der Kopf von denen aussieht. Ist ja echt widerlich. Ein Angler. Ja, Longfellow, Angler, mach du mal. Boah, der Nebel sieht so super aus. Hier ist eine Schlafstelle. Können wir? Ein Stündchen? Jo, Lebensenergie regeneriert. Ich höre immer noch Schüsse. Wo sind wir hier jetzt überhaupt? Hier oben. Wir ignorieren mal die Schüsse und gehen mal hier rüber auf diese Insel. Da ist nämlich auch wieder eine Hütte drauf. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich bin echt fasziniert von dem Add-on. Und ja, die Landmasse ist wirklich riesig. Der Alkohol. Nee, ein Molotow-Cocktail. Oh. Und eine Weinflasche. Okay, doch der Alkohol. Oh ja. Alkohol zerstört Leben. So, sonst ist hier nichts mehr, oder? Ach man, ist das schön. Einfach durch die Gegend streifen und Orte entdecken. Das liebe ich ja. Da ist so ein Fallensteller. Na, mein mutiger Freund. Ja. Und wir bekommen nicht mehr die Erfahrungspunkte. Das stimmt. Also Longfellow ist echt der ideale Begleiter. Abgesehen davon, dass er es nicht mag, wenn wir auf Geld verzichten. Er würde sich bestechen lassen. Das ist der einzige Unterschied zwischen seiner und meiner Moral.
Oh, wie malerisch hier auch die Wasserläufe aussehen. Also, sie haben hier wirklich in Fahrhaber nochmal alles rausgekitzelt aus der Umgebung, oder? Also, ich bin total fasziniert. Das Gebiet hier, diese Insel, sie hat mich in ihren Bann gezogen. Das Commonwealth ist keine Frage wunderschön, aber hier mit dem Nebel, dieses Geheimnisvolle, diese ständige Bedrohung durch die doch ganz schön starken Gegner. Ein Anglerlein. Wo ist denn dein Köpfchen? Da ist dein Köpfchen. Und der Kopf ist verkuppelt. Okay. Nahkampf, Nahkampf. Oh. Okay. Oh nein, ein leuchtender Angler. Das musste ja sein, ne? Level up, ja, das ist schön. Wie besiegen wir jetzt diesen Angler? Komm schon. Nein, das macht kaum Schaden. Autsch. Der macht aber auch einen Schaden. Du elendiges Mistvieh, komm schon. Autsch. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Moment, ich muss mich mal eben bestätigen. Ich muss mal eben ein Erfolgserlebnis haben. Sehr schwer. Okay, das ist gut. Eins, zwei, drei. Mann, oh Mann. Diese verdammten Angler. So. Was ich kurz gucken wollte, Stufenaufstieg. Können wir noch irgendwas machen, was uns mehr Lebensenergie wiedergibt, irgendwie? Ja, nee. Körperschaden wird vollkommen aufgehoben, ja. Gab es nicht irgendetwas hier Strahlung wird abgebaut? Blutiger Tod 2. 10% mehr Schaden. Ja, das brauchen wir eigentlich. Wenn ein Gegner explodiert, können Gegner in seiner näheren Umgebung dasselbe Schicksal ereilen. Auch nicht schlecht. Okay, wir haben es geschafft. Diese Angler sind so stark. Das macht mir echt Angst. Okay, wir haben hier irgendwo eine Hütte gesehen im Kampf. Hier. Im Augenblick habe ich die gesehen. Das ist vermutlich die Hütte, von der die Fallensteller kamen. Hallo? Ah. Oh nein.
Verwesender Leuchtender. Das ist mal sehr ekelhaft. Die Strahlung schon wieder. Inventar, Hilfsmittel, Red X. Kann er nicht irgendein Bein verlieren oder so? Nuka Cola, Mantets, Köderkraut, Hähnchenschenkel. Aufbereitetes Wasser. Verstrahltes Blut, Wimmerfrischung. Erhöhte Aktionspunkte, Regenerationsrate. Ja, aber nee. Rohes Fleisch, das müssen wir braten. Overdrive, eine neue Droge, oder? Kritische Treffer erhöht. Nimm ein Stimpack. Was soll's. Erledigt. Okay. Strahlung sinkt, Lebensenergie steigt, das sehe ich gerne. Kronkorkentaschenuhr, Superkleber. Gibt noch eine Menge dieser Vorkriegsrelikte zu finden. Ja, und wir finden hoffentlich auch viele davon. Haarklammern, Red X. Haarklammer. Haarklammer. Okay, schönes Haus, nur, ja, schnell weg hier. So. Da ist noch eine Ruine, von der noch weniger vorhanden ist. Ich sag ja, wenn die Gebäude zerstört sind, dann meist richtig. Mantets. Das Bild sieht ja schick aus. Fleisch und Bohnen. Ah ja. Kronkorken Red Array. Ein Mob brauchen wir nicht. Kronkorken Munition. Oh, schön. Waffen brauchen wir aber nicht. Hey, schicke Weitsicht. So, und hier haben wir irgendeine natürliche Sehenswürdigkeit. Ryans Köder und Angelruten. Schön. Schön, dass es hier so viele Bärenfallen gibt. Und noch eine Kampfflintenfalle. War der auf Toilette? War der wirklich auf Toilette? Wow. Junge, Junge, Junge. Ich wäre auch sauer, wenn man mich auf Toilette stören würde. Ja, aber... Keine Granaten mehr. Ich glaube, der ist weniger harmlos, oder? Ist genauso brutal wie der andere. Also, Ruchlose sind schon ganz schön böse. So, hier hast du ein paar Mal den Hauptgewinn. Und da ist der Hauptgewinn.
Ich glaube, auf den Hauptgewinn hätte der gerne verzichtet. Okay. Was haben wir hier? Munition und Kronkorken. Ich weiß nicht genau, warum der so viel Schaden macht. Und auf Wiedersehen. Also der Schaden war unnormal hoch, oder? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Boah, nicht mich ergreifen! Der Einsiedlerkrebs, er lebt in einem... Was zum Teufel? Was geht hier gerade vor sich? Warum lebt da ein wilder Einsiedlerkrebs in einem Bus? Was zum Teufel. Nee, nix da, den Schlüpfling, den großen hier. Was zum Teufel ist das jetzt schon wieder? Oh, meine lieben Herren, was habt ihr denn hier alles eingebaut?